Ich möchte euch ganz herzlich zu dieser Heilbotschaft und anschließenden Heilmeditation aus der geistigen Welt begrüßen. Mein Name ist Sabine Zmuck und ich arbeite schon seit ungefähr 17 Jahren als Channel Medium eng mit der geistigen Welt zusammen. Ich bin auch ausgebildete Geistheilerin nach Horst Krone, Schule der Geistheilung. Ich habe heute für den Channeling-Kongress um eine Botschaft aus der geistigen Welt gebeten und es hat sich Meister Adamus bei mir gemeldet. Ich möchte euch nun diese Botschaft überbringen und euch bitten, sie hingebungsbereit durch euch fließen zu lassen. Die Macht der Liebe. Menschenbrüder der Mutterseele Erde. Meister bestreben sich hier auf Erden mit ihrer absoluten Hingabebereitschaft für die Menschheit einzusetzen. Die Liebe Gottes wurde nun auf die Erde ausgeschüttet und bestrebt das Feld der Erde mit der höchsten Liebesschwingung zu durchfluten. Mein Name ist Adamus, vielleicht auch besser als Meister Saint-Germain in der Menschheit akzeptiert. Die Liebe Gottes, derer ich mir als Mensch unter euch lebend auch bereits bewusst gewesen bin, hat an Größe, an Ausdruckskraft für euch Menschen zugenommen. Der Prozess, der euch Menschen nun begleitet, durchläuft verschiedenste Stufen, die aufeinander folgend die Herrlichkeit des Vaters an die Oberfläche bringt. Die Lebendigkeit des neuen Seins bringt euch allen, die bereit dazu sind, die Liebe Gottes in herrlichkeitsbezogener Art entgegen. Menschen der Mutterseele Erde. Du bist die Macht der alles umfassenden Liebe, die Macht der Heilkraft Gottes, die für sich alleine die Macht der Bestimmung ausgeschüttet hat. Mehr als du ahnst, klärt sich nun das Feld der Erde, begibt sich der Planet mit allen Schöpfungswesen auf eine Neuausrichtungskraftebene, die als Mehrkraftereignis angepasster Art heilvollste Besalbungskräfte hervorbringt. Du brauchst nun nur deine Augen zu schließen. Die Macht der Liebe beginnt sich schon durch deine bewusste Ein- und Ausatmung in dir auszudehnen. Du magst dich dieses Ein- und Ausatmens hingeben. So lebst du bereits die Liebe Gottes aus. Du brauchst dich nun nur atmen zu lassen. Die Liebe Gottes bringt dich in den Zustand der absoluten Aufgabe jeglicher Kontrolle. Magst du die Kontrolle an Gott abgeben, der über dich wacht, der dich liebevoll aufnimmt?